Gut, nachdem der Live-Mitschnitt der heutigen Lehrveranstaltung nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war, gibt es jetzt die Präsentation des Inhaltsteils noch einmal in einer Studioversion. Deshalb zum wiederholten Male herzlich willkommen zur Communications Engineering Übung der Vorstellung des ersten Arbeitsbereiches und der ersten Aufgabe. Wie man schon sieht, beschäftigt sich dieser Teil oder kann man den Teil unter dem Begriff Computernetzwerke zusammenfassen. Wir haben schon die Aufgabenstellung durchgesehen. Das heißt, für die Leute, die sich das Video ansehen und das noch nicht gemacht haben, ich habe es diesmal so aufgebaut, dass wir zuerst die Aufgabenstellung durchbesprochen haben. Also bitte da das Video zuerst ansehen, weil dann kann man jetzt ungefähr beim Inhaltsteil mitdenken, was brauche ich denn eigentlich hier für die Bearbeitung der Aufgaben. Und ich werde auch auf die Aufgabenstellung zum Teil referenzieren. Genau, von der Anordnung hält sich auch das Folienset an die Reihenfolge der Aufgaben in der Aufgabenstellung und deshalb starten wir mit dem Begriff Subnetting und dem Theorieinput, den man für die Aufgaben Bearbeitung benötigt. Das heißt, wir werden jetzt nicht sehr in die theoretischen Tiefen des Subnettings gehen, sondern schauen uns eher den Praxisteil an. Deswegen trotzdem aber nur ein kurzer Überblick über das Subnetting. Was ist es eigentlich? Subnetting kann man so beschreiben. Es ist einfach die Unterteilung eines Netzwerkes in mehrere Unter- bzw. Teilnetze. Daher auch der Begriff dieses Subnetz. Es ist auch so, dass eben diese Unternetze eine gewisse Range sozusagen, ein gewisser Bereich an IP-Adressen sind. Wichtig ist, dass diese IP-Adressen sequenziell aufeinander folgen, das heißt wirklich ein geschlossener IP-Adressenbereich ist. Ja, diese Notwendigkeit, überhaupt einmal diese Unterteilung in Subnetze oder Teilnetze zu ermöglichen, ist auch, wie jetzt die Entwicklung des IPv6-Standards, schlicht und ergreifend die Knappheit der IP-Adressen, beziehungsweise wie kann ich mit dieser Knappheit an verfügbaren IP-Adressen umgehen. Das Subnetting ermöglicht mir nämlich eine feingranularere Aufteilung der Netzwerke, sprich der verfügbaren IP-Adressen, verglichen zu einer Unterteilung in Klassennetzwerke. Das heißt, durch diese feinere Granulierung und Aufteilung der Netze kann ich eigentlich die IP-Adressenbereiche so festlegen, wie ich es brauche und kann somit Verschwendung von IP-Adressen reduzieren und weiters dann im Prinzip die IP-Adressen effektiver und effizienter nutzen, um dann mehr IP-Adressen überhaupt nutzbar machen zu können. Für dieses ganze Subnetting-Gerechne, was wir dann eigentlich vorhaben und auch die Einstellungen, braucht man ein grundlegendes Wissen vom Binärsystem bzw. den Rechenoperationen. Grundsätzlich sollte das jeder schon einmal gehört haben und schon ein bisschen gerechnet haben, aber trotzdem an dieser Stelle deswegen eine kleine Wiederholung zum Binärsystem, diesmal mit der korrigierten Version. Danke nochmal an die Kollegin, die uns darauf aufmerksam gemacht hat. Wie ist das Binärsystem aufgebaut? Wie jeder eigentlich weiß, werden Zahlen im Binärsystem nur mit den Ziffern 0 und 1 dargestellt und man nennt das Ganze auch ein Stellenwertsystem mit der Basis 2, genauso wie unser Dezimalsystem ein Stellenwertsystem mit der Basis 10 ist. Wir sehen jetzt zum Beispiel die Zahl 202 in der Dezimalform und in weiterer Folge auch die Umrechnung oder die Umwandlung eigentlich ist es dieser Dezimaldarstellung in die binäre Variante. Wie geht man dabei vor? Man muss zuerst einmal wissen oder sich vor Augen halten, was die einzelnen Stellen hier darstellen. Genau, an der ganz der rechten Stelle haben wir eben 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4, 2 hoch 5 und so weiter und so fort. Und kann hiermit die Wertigkeit der einzelnen Stellen sozusagen festlegen. Wenn ich jetzt die Zahl 202 im Dezimalsystem auf eine Binärdarstellung umrechnen möchte, gehe ich wie folgt vor. Ich schaue mal, was ist denn eigentlich die höchste Stelle
die sozusagen noch in die Dezimalzahl reingeht. Wenn man bei unserem Beispiel jetzt, wäre das die 128, weil die nächste Stelle hier wäre die 256. Das heißt, ich setze da mal an dieser Stelle den 1er und sage, gut, die 128 nehmen wir mit und ich brauche jetzt nur mehr noch sozusagen den Rest, der übrig bleibt, an den anderen Stellen auffüllen. Das heißt, 202 ist die Ausgangsposition, 128 haben wir schon abgebildet. Das heißt, es bleibt wieder nur 202 minus die 128 über und geht dann wieder genauso vor. Sehe, gut, die nächste Stelle, die in diese Restzahl noch reinpasst, ist die 64. Setzt da wieder meinen 1er und geht dann weiter vor. Gut, die nächste Stelle passt nicht mehr rein, die auch. 8er geht wieder, setzt da den 1er und so weiter und so fort, bis ich dann auf meiner Binärdarstellung bin. Nochmal kurz zur Wiederholung. Eine solche Stelle wird ein Bit genannt und 8 solcher Bits ist ein Byte. So, das sollte jetzt zur Wiederholung des Binärsystems genügen. Wir schauen jetzt wieder Richtung Subnetting und im konkreten Fall hier Richtung der Subnet-Maske oder der Subnetzmaske. Diese Subnetzmaske besteht aus 4 Byte, das sind 32 Bit. Und was macht diese Subnetzmaske? Die gibt einmal grundsätzlich an, welche Bit-Positionen innerhalb einer IP-Adresse für Adressierung dieses Netzes und welcher Teil für den sogenannten Host-Anteil, sprich für die Identifizierung der Geräte, genutzt werden soll. Man kann sich das so vorstellen wie bei einer Telefonnummer. Telefonnummer, hier der Festnetzanschluss bei mir im Büro, setzt sich auch aus mehreren Teilen zusammen. Es gibt eine Landesvorwahl plus 34 für Österreich, eine Ortsvorwahl für Linz und dann die konkrete Anschlussnummer. Das heißt, mit dem ersten Teil der Telefonnummer definiere ich, in welchem Land befindet sich der Anschluss, in welcher Region. Und erst der nachfolgende Teil, die Anschlussnummer, identifiziert dann wirklich den konkreten Anschluss. Genauso funktioniert es mit den IP-Adressen und der Subnetzmaske. Hier gibt es auch einen Netzwerkteil, der definiert das Netzwerk, in dem das Gerät ist. Und der Geräteteil, der übrige, der identifiziert dann wirklich das konkrete Device, das durch diese IP-Adresse angesprochen wird. So. Und die Subnetzmaske, die legt eben fest, wie lange dieser Netzwerkteil ist, beziehungsweise in weiterer Folge, wie lang der Geräteteil ist. Je länger der Geräteteil ist, desto mehr Hosts kann ich in einem Subnetz ansprechen. Und je länger der Netzwerkteil, desto kleiner oder desto mehr Subnetze kann ich erzeugen, die aber im Gegenzug dazu weniger Hosts umfassen können. Wenn man sich jetzt so eine Subnetzmaske ansieht, dann gibt es einmal eine Darstellung, die nennt sich diese Dotted Decimal Notation. Die hat wahrscheinlich schon jeder mal von uns gesehen, wenn man zumindest einmal in die Netzwerksettings reingesehen hat. Und hier sind eben die vorher angesprochenen 4 Byte jeweils in der Dezimalschreibweise zu sehen an dieser Beispielsubnetzmaske und die werden mit einem Punkt getrennt. In der Bitschreibweise ergibt es nichts anderes, als dass man hier 3 Byte haben, die mit den Einsern gefüllt sind und hier für die 128 nur die 128. Position gesetzt ist und der Rest mit 0 angefüllt wird. Das ist im Prinzip die Umwandlung von der Dezimal in die Binärdarstellung der Subnetzmaske. Das steckt hinter dieser Dotted Decimal Notation. Ich finde diese Tabelle ganz anschaulich, wenn man sich nämlich vor Augen führen möchte, wieso heißt das eigentlich Subnetzmaske. Ja? Man kann sich das im Prinzip so vorstellen wie eine Maske, die man über die IP-Adresse legt und die nur bestimmte Dinge freilässt und man sich somit den Netzwerkteil bzw. den Geräteteil errechnen kann. Und das Ganze geht mit der logischen Unverknüpfung der Binärdarstellung der jeweiligen IP-Adresse bzw. der Netzwerkmaske. Weil wir sehen hier, wenn ich die IP-Adresse, die Netzwerkmaske in der Binärdarstellung nehme und das Ganze bitweise unverknüpfe, was bleibt mir dann übrig? Das ist nämlich genau dieser Netzwerkteil, der für die Identifizierung des Netzes zuständig ist. Andersherum, wie komme ich auf den Geräteteil? Ich negiere die Netzwerkmaske, mache da wieder eine bitweise Unverknüpfung
und mir bleibt der Geräteteil übrig. Das heißt, so kann ich so wird dieser Filtereffekt der Maske unter Anführungszeichen realisiert. Nee, es hat sich dann in weiterer Folge eine andere Notation, die CIDR oder Cider Notation, etabliert, die man heutzutage eigentlich am häufigsten vorfindet. Dieses Akronym steht für Classless Inter-Domain Routing oder Routing und baut gedanklich auf dieser Binärdarstellung, die wir vorher gesehen haben, auf. Ja. Es ist einfach so, dass jetzt zur normalen IP-Adresse hier ein Suffix dazukommt. Der ist hier in grün eingerahmt und das ist mit diesem Slash und diesem Beispielfall die Nummer 25. Was sagt mir jetzt diese Nummer 25? Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Die sagt mir nichts anderes aus, als in der Binärdarstellung meiner Subnetzmaske von ganz links weg, wie viele konsekutive Einser sind in dieser Subnetzmaske zu finden. So, wenn man da jetzt sieht, das sind genau die 25, die da drinnen sind. Sprich, was bleibt mir übrig, nachdem wir vorher gehört haben, eine Subnetzmaske oder eine IP-Adresse hat ja 32 Bit in IPv4, dann bleiben mir genau diese 32 minus die 25 für den Host-Teil übrig und der andere Teil ist der Netzwerkteil. Hier nochmal eben wie dieses Beispiel in der Dotted Decimal Notation aussehen würde. Genau, da ist nochmal eine Illustration von dem, was ich gerade erklärt habe. Hier ist ein Beispiel der von dem 28er Suffix. Wir haben hier von den 32 verfügbaren Bits sind 28 mit einem 1er versehen. Und was ergibt es? Wir bleiben 4 Bits für die Hosts übrig, nämlich genau diese 32 minus die 28, die hier drin sind, sind 4. Gibt ja grundsätzlich einmal diese 4 Bits ergeben, grundsätzlich mal 2 hoch 4 Varianten. Da muss man aber aufpassen, das ist nicht die Anzahl, die jetzt tatsächlich für die Hosts zur Verfügung steht, denn davon muss ich noch 2 reservierte Adressen abziehen, nämlich die Broadcast-Adresse und zum anderen die Netzadresse. Das ergibt dann für dieses Beispiel beim 28er Suffix maximal 14 Hosts. Ich habe da jetzt nochmal die Überblickstabelle reingegeben, wo man sich das eigentlich nochmal veranschaulichen kann. Suffix in der CIDR-Notation. Was heißt das dann als 32-Bit-Binärdarstellung? Und in der Dotted Decimal Notations. Und wie viele Hosts kann ich dann damit eigentlich in diesem Subnetz beheimaten? Gut, das wäre es auch dann schon zum Subnetting. Schauen wir jetzt zur zweiten Aufgabe, zum Themenbereich der zweiten Aufgabenstellung, nämlich der IP-Paketfragmentierung. Zur Erinnerung nochmal die IPv4-Paketstruktur, die teilt sich in einen Header-Bereich und dann in die zu übermittelten Nutzdaten. Und auch hier in diesem Header sehen wir schon relevante Bereiche, die dann gerade bei der Fragmentierung des IP-Pakets wichtig werden, nämlich hier diesen Offset und es wird sich dann auch die Total Length des ganzen Pakets verändern, wie wir schon in der Aufgabenstellung kurz umrissen haben, was davon Relevanz ist. Was ist jetzt eigentlich diese IPv4-Paket-Fragmentierung? Es ist ja so, dass es passieren kann, dass ein zusendendes IP-Datenpaket auf Ebene der Netzwerkschnittstelle zu groß ist, um dort versandt zu werden. Sprich, dieses zu groß wird an der Maximum Transmission Unit gemessen, die eine gewisse Netzwerkschnittstelle bereitstellen kann. Das heißt, die Maximum Transmission Unit oder kurz MTU ist die maximale Paketgröße eines Protokolls auf der Vermittlungsschicht. Und was da noch relevant ist, diese maximale Größe ist jetzt nicht nur, betrifft hier nicht nur die Nutzdaten, sondern Nutzdaten plus den gesamten Header. Was passiert jetzt, wenn das IP-Paket zu groß ist für den Transport auf der Vermittlungsschicht, auf der darunterliegenden Schicht, dann muss ich das Paket irgendwie auf die richtige Größe bringen
und das funktioniert über diesen Paketfragmentierungsmechanismus, sprich einer Aufteilung dieses IP-Pakets auf zwei oder mehrere Pakete, die ich aber zusammenhörig irgendwie markieren muss. Ja, da sehen wir es nochmal. Ich habe hier ein IP-Paket, bestehend natürlich, wie wir gesagt haben, aus Header und dem Nutzdatenbereich, das aber größer ist als die MTU und bedingt dadurch eine Aufteilung. So, ganz wichtig ist hierbei, dass die Aufteilung eines IP-Pakets in einen Header-Bereich und einen Datenbereich auch nach der Paketfragmentierung erhalten bleibt. Sprich, ich habe jetzt noch für jedes dieser entstehenden Pakete oder Paketfragmente einen separaten IP-Header und einen separaten Datenbereich, den ich natürlich wieder bei der Kontrolle, ob das MTU-Limit erfüllt ist, mit berechnen muss, weil ja hier ein zusätzlicher IP-Header hinzukommt. Ich möchte auch noch kurz einen Ausblick in die Paketfragmentierung in IPv6 geben. Wir behandeln das ja nicht so detailliert in der Vorlesung, aber es ist trotzdem interessant, wie in dem neuen Standard damit umgegangen wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Fragmentierung in IPv6 nicht mehr erlaubt ist, beziehungsweise im Standard auch nicht mehr so vorgesehen wird. Was passiert aber trotzdem, wenn eben das IP-Paket zu groß für die MTU wird? Es wird schlicht und einfach der Absender mit einem Packet-to-Big-Nachricht informiert. Ja? Das heißt, es muss irgendwie der Sender darauf reagieren. Und grundsätzlich gibt es da zwei Strategien, wie man damit umgehen kann. Das eine ist, ich schicke mal grundsätzlich kleinere Pakete weg. Das heißt, ich verändere beim Absenden die Paketgröße. Oder es gibt dann doch noch etwas wie Fragmentierung. Ich kann mittels einem zusätzlichen sogenannten Fragment Extension Header, der im grundlegenden IPv6 Header ja nicht mehr enthalten ist, den hinzufügen und mittels diesem zusätzlichen Header eine Fragmentierung ermöglichen. Nochmal kurz als Ausblick auf IPv6. Gut, das war's dann auch schon zur IP-Fragmentierung. Sollte eigentlich alles beinhalten, was zur Übungsausarbeitung notwendig ist. Gehen wir dann über zum dritten und letzten Teilbereich dieser Aufgabenstellung, nämlich der TCP-Segmentierung. Nur mal kurz, wir rufen uns das in Erinnerung, dass wir da trotzdem in dieser ISO-OSI-Schichtenarchitektur drinnen sind und wir jetzt über das TCP-Protokoll eigentlich eine Ebene weiter raufsteigen verglichen zum IP-Protokoll. Das TCP-Protokoll wird es dem kommenden Vorlesungstermin bzw. im aktuellen Vorlesungsvideo noch Thema sein. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle nicht unbedingt das konkret auf das TCP-Protokoll eingehen, weil das, wie gesagt, ja noch Bestandteil des kommenden Termins und der aktuellen Unterlagen bzw. des aktuellen Videos ist, sondern wir schauen uns jetzt mal an, was heißt denn eigentlich diese Segmentierung auf der TCP-Ebene, was bedeutet das und wie funktioniert das generell, ohne jetzt auf das konkrete Protokoll einzugehen. Also nochmal das wiederholen und das konkret herausgreifen, was man dann für die Übungsausarbeitung braucht. Genau, jetzt haben wir uns ja wieder an das ISO und OSI zurückerinnert. Und was geschieht denn hier? Wir haben genau gesagt, es kann ein, im vorigen Teil bei der IP-Fragmentierung gesagt, es kann ja dieses IP-Paket zu groß für die darunterliegende MTU, die da festgelegt ist, zum Beispiel hier auf dem Ethernet-Frame sein. Es ist ja so, dass in diesem Ethernet-Frame es genauso einen Header gibt, der hier Source, Ethernet Address und Destination und so weiter festlegt und einen Datenbereich. In diesen Datenbereich wird das IP-Paket reingesteckt. Das heißt im Prinzip, dieser Teil hier definiert mir die MTU. In diesem Datenbereich auf dem Ethernet-Frame muss das gesamte IP-Paket bitte wieder reinpassen, inklusive Header und Daten. Das haben wir eigentlich im vorigen Teil diskutiert. So, jetzt sind wir aber eine weitere Ebene raufgegangen, nämlich mit diesem TCP-Protokoll. Und da ist es im Prinzip nichts anderes. Also das funktioniert genauso, wie wenn ich jetzt mehrere Briefe ineinander stecken würde, sozusagen.
oder diese russischen Holzpuppen, wo so eine Holzpuppe in die andere gesteckt wird und es immer entweder kleiner, wenn ich es rausnehme, oder größer wird, wenn ich es zusammenfüge. Weil hier ist es jetzt so, auf der TCP-Ebene, wenn ich jetzt hier TCP-Daten verschicken möchte, wird es in unserem Beispiel in den Datenbereich des IP-Pakets gesteckt und eben in diesen IP-Datenbereich muss aber vom TCP-Paket wieder der Header-Bereich plus die Nutzdaten hineinpassen. Also im Prinzip genau dasselbe Problem und also genau dasselbe Mechanismus, nur eine Ebene weiter oben. Gut. Wir sprechen bei TCP hier von der Segmentierung und das TCP-Paket hat eine maximale Größe. Ja. Ist vom Protokoll so vorgegeben. Es muss aber weiters auch auf die darunter liegende Übertragungsschicht passen, sprich hier in die definierte Größe des Datenbereichs in diesem Beispiel. Ja. Und nochmal wichtig, dass eben diese zur Verfügung stehenden Daten sowohl von Header als auch von der Application Data, die in diesem TCP-Protokoll übertragen werden, genutzt werden müssen. Da gibt es so einen Begriff wie die Maximum Segment Size, kurz MSS. Und die bezeichnet jene Datenmenge, die nämlich für diese Application Daten genutzt werden kann. Da ist jetzt explizit der Header dieser Maximum Segment Size auf TCP-Ebene nicht mit drinnen. Ja? Muss ich aber dazu rechnen, wenn ich schauen will, passen die Daten auf IP-Ebene da überhaupt rein. Genau. Hier die Grafik, die sich übrigens auch im Vorlesungsskript wiederfindet, beschreibt denn grundsätzlich mal, was passiert. Ja. Irgendeine Anwendung als Sender möchte jetzt Daten mittels einer TCP-Verbindung übermitteln. Gibt es dann sowas wie einen Buffer, wo die Anwendung die Daten reinschreibt und diese TCP-Software, die für die Übermittlung zuständig ist, liest die dann raus und macht dann eben auch die Überprüfung, ob eine Segmentierung notwendig ist oder nicht. Und wie wir hier sehen, werden, weil dieser ganze Datenblock nicht auf einmal gesendet werden kann, wird hier eine Segmentierung durchgeführt. Und da ist wieder ganz wichtig zu beobachten, dass nämlich hier zu den einzelnen Nutzdaten pro Segment nämlich wieder, hier ist es im Grau eingezeichnet, der Header hinzukommt. Ja. Was jetzt auf bei dieser Übermittlung in dem braunen Pfeil genau passiert auf Protokollebene, das ist dann Teil, der nochmal in der Vorlesung genau besprochen wird, beziehungsweise sich im Video und in den Unterlagen wiederfindet. Wichtig für uns hier für die Übung ist aber das, dass eben diese einzelnen Segmente mit diesem zusätzlichen Header übermittelt werden über diese TCP-Verbindung und auf der Empfängerseite das Paket basierend auf diesen Header-Informationen wieder zusammengebaut werden muss, um dann eben diesen Datenblock für die Anwendung zur Verfügung zu stellen. Und da ist es auch zu beachten, dass die Reihenfolge, mit der die Pakete gesendet werden, nicht unbedingt jene ist, mit der sie auch beim Empfänger ankommen. Und deswegen werden zusätzliche Informationen im Header benötigt, um diese Zusammenstellung dieses Pakets wieder zu ermöglichen. Eine genaue Beschreibung eben dieses Headers folgt noch dann in der Vorlesung und ist auch in den Übungsunterlagen bzw. in Vorlesungsunterlagen zu finden. Gut, würde ich gar nicht mehr als auf das TCP-Protokoll an sich eingehen. Der Vorgang der Segmentierung sollte klar sein, ist sehr ähnlich zu dem auf der IP-Ebene der Fragmentierung, aber ist eine andere Ebene, trotzdem ein bisschen leicht zu verwechseln, passiert aber anders, sind andere Protokolle inbegriffen und auch die Header-Daten verhalten sich anders. Also das soll man sich immer vor Augen führen. Gut, dann sind wir eigentlich schon am Ende des Inhaltsinputs angelangt. Wie immer, wenn es Fragen gibt, natürlich steht die Lernplattform zur Verfügung und ich werde versuchen, so schnell wie möglich Antworten oder Feedback zu geben. Gut, herzlichen Dank.